Ich merk schon irgendwie. Kommst du noch nicht so klar, ne? Mit meinem Leben? Nee, nee, das ist so eine Sache, ich und mein Leben. Alter, wenn jetzt das soll nicht weggeht, ich bin so am Arsch. Ist leer, Sire. Ich weiß, dass dein Kornspeicher leer ist. Warte, ich hab verstanden, dass ich verliere. Du musst mir den noch zehnmal sagen. Vielleicht finde ich das dann immer richtig erniedrigend. Der Kornspeicher ist leer. Der Kornspeicher ist leer. Der Kornspeicher ist leer. Und du denkst dir nur so, nein. Ich weiß, dass nein. Der Kornspeicher leer ist. Und du versuchst und machst und tust und es kommt immer nur die Meldung. Der Kornspeicher ist leer. Sir, der Kornspeicher ist immer noch leer. Ich finde echt emotional immer kurz vor dem Zusammenbruch. Weil ich werde dann echt so, dass ich dann alles wegbaue und nur praktisch Nahrung hinbaue. Es bringt trotzdem nichts. Und irgendwann sind alle verhungert und ich komme zu dem traurigen Punkt, dass ich die Mission neu starten muss. Das ist bei mir auch öfters so. Die Menschen werden von Krankheiten geplagt, mein Lord. Das ist wirklich widerlich. Deine Mama wird von Krankheiten geplagt, das ist auch widerlich. Ich brauch Nahrungsmittel und zwar schnell. Dann kauft die welche. Halt die Klappe. Alter, mein Honigmaker macht auch keinen Honig, ey. Honigmaker. Das ist die neueste Berufsbezeichnung dafür. Honigmaker. Das Geile ist ja wirklich, ein Drittel der Zeit ist rum und ich habe nicht mal Pechgruben gebaut. Das kann da nicht platziert werden, doch, mein also ich denke, du hast sehr gute Chancen. Ja, ne, sehe ich auch so. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Ein Pilz hat unsere Weizenernte verwüstet, Sire. Die Bäcker sind beunruhigt. Die Bäcker sind beunruhigt? Das kam jetzt richtig geil. Die Bäcker sind beunruhigt, Sir. Die Bäcker are unruhig. Yes, mein Englisch ist very perfekt. Ich baue jetzt einfach mal wirklich überall Nahrung hin, so wie du halt. Mach's dir einfach, mach's dir ruhig. Ihr seid etwas unbeliebt, my lord. Ihr seid etwas... Ja, Alter! Ihr seid etwas unbeliebt. Menschen verlassen die Burg. Alter! Ich würde mal sagen, du bist gerade ganz schön am verlieren. Ganz schön ist gut. Ich bin so ziemlich voll am Arsch. Glaube ich dir. Ah, okay, der Weizenbefall ist weg. Hegen warme oh mein Gott. Für euch, mein Herr. Es lebe das Leben. YOLO und so ein Zeug, meine Menschen sterben nicht mehr. Haut. Oh mein Gott. Dann bauen wir mal ganz schnell hier eine Farm und dann bauen wir mal da noch Weizen kann das ich kann hier... da nicht platziert werden, mein Lord. Ich kann da nicht platziert werden, mein Lord. Ich zeig gleich, was hier nicht platziert werden kann. So. Das will ich sehen. Das willst du nicht sehen, vertrau mir. Alter, mein Honigmacher hat immer noch keinen Honig. Steuern sind gute Steuern, so lautet meine Devise. Deine Devise lautet gleich, du stirbst, wenn du nicht gleich Honig produzierst. Ich bin überfordert, merkt man das? Ein bisschen, ja. Das, meine lieben Zuschauer, also ist professionelles Let's Playen. So können das nur wenige. Zum Glück. Genau. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Das kann da nicht platziert werden. Sache, aber wie wäre es mit einer kleinen Gabe? Na kommt schon. Ich geb dir gleich was, ja, aber das möchtest du nicht haben.
Vertrau mir. Der hat gerade gesagt, er möchte eine kleine Gabe von mir haben. Na, no, das kann man sich aber fett abschminken, oder? Aber fette du. So. Dann tun wir hier mal die ganzen Holzfäller wieder in Betrieb nehmen, die ich hier storniert habe, sozusagen. Und hoffen mal, dass das hier alles gut geht jetzt. Ich habe wahrscheinlich eine ganze Ecke Nahrung noch brauchen und hoffe mal, dass meine... Ja! Nein! Nein! Wieso verkaufe ich das? Bin ich bescheuert? Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Anscheinend schon, ja. Ja, das musst du mir aber nicht extra noch sagen, oder? Doch. Du kennst mich doch. Rekruten werden benötigt, Sire. Bauern werden benötigt, Sire. Bauern werden genötigt, Sire. Bauern werden genötigt, Sire. Das ist eine schöne Aussage. Werden benötigt, Sire. Was? Minus 4? Nein. Ich bin am Verzweifeln. Also die Hälfte der Zeit ist um. Ich habe ein Viertel des Holzes, ein Viertel des Pechs und ein Zehntel des Brotes. Und habe noch absolut gar nichts von Mauern kaputt gemacht. Das ist echt der komische Bauer, der keine Mauern abbauen kann. Also gut. Ich würde sagen, der fliegt mal. Wird auch langsam Zeit. So. Der wird gefeuert. 41 von 42. Und wie sieht es mit den Nahrungsmitteln aus? Das sieht gut aus. Das sieht very gut aus. Dann kann ich ja jetzt, ja, ich muss gleich noch mehr Nahrungsmittel bauen, das reicht immer noch nicht. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Dann baue ich am besten eine Bäckerei. Die scheinen ja noch nicht so ganz hinterher zu kommen. Wie sieht's denn aus überhaupt im Nahrungslager? Keine Steuern sind gute Steuern, so lautet meine Devise. Keine Steuern sind gute Steuern, keine Steuern sind gute Steuern. Die Burgbewohner sind sehr krank, mein Lord. Ja, ich auch vor Sorge um meine Burg. Da habe ich jetzt so ein hässliches Zehnergebäude schon hin platziert. Und dann funktioniert das trotzdem nicht, nämlich noch ein Sechsergebäude kommt. Ich habe so das Gefühl, ich werde gleich volle Kanne wieder in Steuer in Nahrungsmittelmangel kommen. So. Ich kann immer noch keinen Schwertkämpfer bauen. Wie sieht es mit den Holzfällern aus? Der ist im Moment noch leicht Problem. Mein Pech sieht aber gut aus. Ich glaube, ich hätte das Pech aus. Das wäre vielleicht die Option, das Pech auszusammeln und dann die Pechgräben komplett wieder abzureißen. Oder was meinst du? Das klingt doch recht logisch. Dann habe ich nämlich wieder freie Arbeitsplätze. Ein bisschen. Ja, dann wäre das vielleicht eine Maßnahme. Dann tue ich den hier einfach mal stornieren, dann kann der erstmal... Durch den Feuerbrand sind unsere Obstgärten unfruchtbar geworden, mein... Was willst du? Ich bin unfruchtbar geworden, also meine Obstgärten sind unfruchtbar geworden. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Deine Obstgärten sind unfruchtbar, was? Durch den Feuerbrand sind meine Obstgärten unfruchtbar geworden, stand hier gerade. Ach so. Ich dachte schon, hä, was... Ich mach einfach mal doppelte doppelte Ration. So. Dann gehen wir ja schön hoch, Dude. Und kriegen sogar noch Kohle von denen. Wird zwar ein bisschen jetzt auf die Geld gehen, aber passt schon. So. Auf die Geld. Weißt du Bescheid. So langsam bräuchte ich wirklich mal hier so einen Arbeitersklaven. Vor allem bräuchte ich mehr Holz. Alter, ich habe hier 20 Trilliarden Bäckereien und die kriegen es trotzdem nicht hin, das Zeug zu backen. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Und Trilliarden waren nicht übertrieben, das war mein Ernst. Dann mach dir so. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Mach's dir selbst. Mach's dir selbst. Du brauchst Arbeiter, mach's dir selbst. Okay, die haben aber auch keine Nahrung. Wie sieht das mit dem Pech aus? Das Pech wächst. Da haben wir eine Pechgruppe, die gar nicht arbeitet. Okay, die fliegt weg. Alter!
Ich komme echt nicht hinterher mit dem Produzieren. Was ist das hier eigentlich? Das ist eine Hütte. Okay. Im Moment. Jetzt muss ich warten, bis der Feuerbrand aufhört, wo ich könnte. Das Sumpffieber hat die Arbeiter unserer Pechgräben befallen, mein Lord. Sie sind alle krank. Das Sumpffieber, genau jetzt kriege ich Sumpffieber. Ich glaub's nicht, ey, das gibt's doch gar nicht. Wollen die mich denn nur rollen? Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Stimmt, also die Masse dazu hetzt du zumindest. Das stimmt gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kann diese Sumpffieber mal wieder weggehen? Ne, tut's wahrscheinlich nicht. Alter, vor allen Dingen, Alter, ich weiß nicht, wie ich die Nahrungsmittel reinbekommen soll. Sieht echt bitter hier gerade aus, was ich hier anstelle. So, jetzt habe ich mittlerweile. Bauern werden benötigt, Sire. Ja, gut, ich bin leicht überfragt im Moment, was ich tun soll. Das erkennt man aber sicherlich an der Situation. Ich sehe es zwar nicht, aber so wie du das sagst, kann ich mir das gut vorstellen. Kannst du dir vorstellen, ne? Dass ich wieder einmal mein Bestes gebe. Ich stehe jetzt einfach ganz oft hier drauf, bis ich einen bekomme. Es tut mir leid, dass es jetzt eventuell ein bisschen lauter wird. Die Burgbewohner sind sehr krank, mein Lord. Rekruten werden benötigt. Ja, oder bei den Zuschauern. Okay, jetzt habe ich zwei Rekruten. Keine Steuern sind gute Steuern. So lautet meine Devise. Hä? Ach, siehst du, Lord habe ich auch noch. Der kann immer was kaputt machen. Der Lord. Ich glaube, mein Spiel ist abge... kleinen Moment, ich speicher mal hier. Erstes Game, komm, speicher mal einfach. Speichern, ja. Dann gehen wir zum Titel zurück. Ja. Und laden den Spielstand. Erstes Game, Spiel laden. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Anscheinend habe ich gerade wieder einen kleinen Bug, dass meine... Das wieder wie einer von tausenden bei Stronghold. Das Sumpffieber hat die Arbeiter unserer Pechgräben befallen, mein Lord. Sie sind alle krank. Menschen kommen zur Burg. Ein schöner Tag, mein Lord. Das ist wirklich wunderschön. Also ich soll bei dem Spiel Mauern abbauen. Und kann es nicht. Bauern werden benötigt, Sire. Wo ist der Kampf? Das ist natürlich sehr förderlich für den. Es tut mir leid, liebe Zuschauer, ihr seht hier, ich kann die Mauer nicht abbauen, selbst mit normalen Truppen. Ich würde sagen, wir geben das Spiel auf. Oh nein, das gibt's echt nicht. Liebe Zuschauer, wie Sie sehen, baut diese kaputte unter Krankheit leidende Schrank. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Oder besser gesagt, die Entwickler von Stronghold 3 können nicht mehr so viel. Platziert euer Vorratslager, mein Lord. Ich spiele jetzt auf leicht, so. Aus dem Grunde, dass ich das Spiel schon zum zweiten Mal anfange und den Zuschauern nicht unbedingt demonstrieren wollte, wie man das Spiel nicht spielt, spiele ich jetzt auf leicht. Platziert euren Kornspeicher. Damit wir das auch noch immer mal durchkriegen heute. Sire, uns bleibt nur wenig Zeit, um diesen traurigen Ort wieder zu einer blühenden Stadt zu machen. Ich schlage vor, dass wir zuerst eine Apotheke bauen, um die Stadt von den Pocken zu befreien. Es stinkt hier. Die Burgbewohner sind sehr krank, mein Lord. Es stinkt, die Leute sind krank. Werden, mein Lord. Leute, habt ihr schon was von Duschmitteln gehört? Also so wie in Jena. Jeder stinkt und ich bin ständig krank. Oder wie jetzt? Genau. Ach ja. So, dann baue ich hier mal ein bisschen davon und dann bauen wir hier mal noch einen Holzfäller hin. Und am besten baue ich gleich noch einen Holzfäller hin. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee als beim letzten Mal. So, zwei Holzfäller, zwei Getreidefarmen, eine Mühle und eine Bäckerei. Das sollte doch erstmal ein ganz guter Anfang sein für den Anfang des Anfangs. Und dann hoffe ich mal,
So, kann ich denn jetzt Mauern abbauen? Verlier deinen Helm nicht, Knappe. Was? Bisschen früh, oder? Ich kann keine Mauern abbauen. Also gut.